Ja, die Baugeschichte des Langen Hauses ist natürlich vielfältig. Es wird 1760, also zu einer Amalia-Zeit, errichtet. Zunächst als Treibhaus, Nutzhaus. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde es eigentlich als mehr oder weniger zum Schauhaus umgebaut. Die Fenster werden senkrecht gestellt. Das Haus erhält diese geschlängelten Wege. Und das Schöne daran ist dann, wenn es draußen mal weiß ist, durch diesen grünen Wintergarten zu laufen. Innen gab es über viele Jahre eine Teilung in verschiedene Abteilungen. Wenn Sie jetzt vom Eingang kommen, das Wiener Haus mit dieser Steinsetzung, dann der Mittelteil schon als langes Haus und dann vorne das sogenannte Kapphaus, also Pflanzen aus Südafrika. Und erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das zusammengefügt. Wichtigste Pflanzengruppe hier für das Lange Haus sind die sogenannten Neuholländer, Pflanzen aus Australien und Umfeld, damals im 19. Jahrhundert die Modepflanzen. Dann nach wie vor die Kapppflanzen, also Pelargonien, auch sukkulente Pelargonien aus Südafrika. Also spannend ist sicherlich der Streitkolbenbaum, Casuarine botanisch genannt. Er sieht zunächst immer ganz unscheinbar aus. Sie steht so ein bisschen für diese botanischen Ambitionen von Karl August, der hier auch gemeinsam mit Goethe wirklich fachlich und botanisch gearbeitet hat.